Herzlich willkommen bei Natureborn Gamers und da sind wir wieder mit Zelda Breath of the Wild und wir versuchen mal den einen Schrein mit der Kampfprobe, die ist schwierig, also als schwierig eingestuft hier. Gucken wir mal, weil ich habe es eben schon mal versucht, ich habe es nicht geschafft. Da hat mir eine Waffe gefehlt, weil ich habe alle meine Waffen zerheizt. Gucken wir mal, ob ich es diesmal gebacken kriege. Das wäre ja nicht schlecht. So. Zerheize ich erstmal die ganzen Kümmelwaffen, würde ich sagen. Das ist nicht gut, wenn ich immer gegen das Schutzschild schlage. Hier kommt er hier gegen. Von den Schwingen muss man sich in Acht nehmen. So, laufen, 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 hier hinterlaufen. Waffe nehmen und die mit der Brachialen eine überbrutzeln, Alter. Blöde Vieh, Alter. Bam. Alter, knapp, Alter. Hey, die sind nicht einfach, die Viecher. Komm schon, komm schon. Dachte ich, bin ich schon ausgewichen oder bei Pustekuchen. Mal ein bisschen Abwehrfleisch. Okay, okay, okay. Also hinter. Ups. Das war's gleich mit dem Schwert. Würde ich sagen, zerheizen wir den nächsten komischen Bumerang erstmal. Oder, nee, erstmal so ein Kack hier. Erstmal eine Kümmelwaffe. Oh, dieser Joy-Con, Alter. Ey, geht immer weiter weg, Junge. Also, er macht hier schon wieder nicht das, was ich will, Alter. Joy-Con, Alter. Wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Ist mein Pokémon. Oh. Ja, aber mit Glück gehabt eben. Oh, er geht weiter weg, Junge, Alter. Statt dich, der Junge. Alter, dieses beschissene Teil. Aufpassen, wenn man eine Zweihandwaffe hat, dass man auch wieder zum Schild wechselt, weil sonst bei einer Einhandwaffe hast du ja dann immer automatisch den Schild. Achtung, Achtung, nein, nein, nein. Ein kleiner Treffer und ich wäre sowas von fertig gewesen, Junge. Alter, das geht gar nicht. So. Ich meine, allzu viel hat er nicht mehr. Ein bisschen über die Hälfte. Wir gucken mal. Ich zieh mal die andere Dings an. Die verträgt doch ein bisschen mehr. Also die Hälfte. Wahnsinn. Gerade mal die Hälfte runter, Alter. Hammer. Das gibt's nicht. Nochmal den
einen Superfisch hier reinziehen. So, jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Eine Waffe wollte ich mir eigentlich noch bis zum Schluss aufheben. Entweder die oder die, weil die noch ein bisschen Rums hat, wenn er anfängt, seinen Laserscheiß zu machen nachher. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab ihn noch getroffen, Junge. Hat nicht gereicht. Nein, nicht immer dagegen schlagen. Weil immer wenn du dagegen schlägst, geht schnell die Waffe kaputt. Jetzt hat er ordentlich getroffen. Sehr schön. Ah, oh, diese Pistole. Jetzt. Aber ein bisschen abgezogen haben wir ihn ja schon. Ich denke mal, diesmal sollte ich das auch hinkriegen. Dass ich ihn schaffen kann. Das gibt's nicht. Vorleute getroffen, Alter. Und naja. So ist das eben. Gutes Essen heben wir uns mal noch auf. Wir ziehen uns erstmal irgendwelchen Scheiß rein hier. So, ein Drittel hat er ungefähr noch. Boah. So, was haben wir denn noch? Jetzt wird's mir schon wieder langsam eng mit Waffen. Aber ich denke mal, mit dem Feuerschwert, das hebe ich mir bis zum Schluss auf, bis er anfängt, hier seinen Scheiß zu rumzulesen. Dann müsste das eigentlich klappen. Ich glaube, jetzt nehme ich mal den Hammer. Und hämmer ihn mal eine rein. Das klappt nämlich ein bisschen besser wie mit dem Schwert. Oh, das gibt's nicht. Er rennt so weit rum, Alter. Diese beschissene Scheiße, Alter. Ey, was Nintendo da fabriziert hat, Junge, Alter. Es geht gar nicht. Kann ich mich nur aufregen. Ja, weil ihr denkt jetzt vielleicht, ja, ich bin zu weit rumgerannt. Nein, er ist einfach automatisch wieder rumgerannt. Er ist nicht stehen geblieben, dieser Affen-Link, Junge. Oh, kann ich mich aufregen darüber, Alter. Und ich habe hier schon alles rausgenommen, was irgendwie blockieren könnte, das Störsignal. Also, ich weiß ja nicht, wo hier das Störsignal herkommen soll. Und wie ich schon sagte, komischerweise bei mir ist es der beschissene linke Controller, weil alle ja immer... Er geht mit, das meine ich. Ich... Bleib vorher stehen, ey, rennt rein, Alter. Diese verkackte Pisse, Alter. Oh. Das ist echt der Hit, Alter. So, wollen wir es nochmal versuchen? Ja, der Controller, meine, reagiert verzögert, beziehungsweise gar nicht. Ja. So sieht's aus. Verzögert beziehungsweise gar nicht, Alter. Und das pisst mich richtig an. Aber mir ist schon mal aufgefallen, dass das immer nur in dieser komischen Joy-Con-Halterung ist. Also wenn man die normal spielt, hier, wenn man, sag ich jetzt mal, den Tablet-Modus hat oder so, dann passiert das komischerweise nicht. Hat man die aber in diesem komischen scheiß Joy-Con-Piss, Alter. Dann hast du nur Probleme. So, jetzt wollen wir mal ein paar Pfeile schießen, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Elektropfeile. Das hat ihn jedenfalls nicht gefallen. So, ich glaube, so werde ich das jetzt auch beenden. Oh,
Und ich glaube, zack. Das war's. So, so schwer war er denn doch nicht. Ja. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Zum Anfang kam er mir ziemlich schwer vor. Oh, Kacke. Wollen wir mal gleich die Scheiße hier noch fotografieren. Gleich der Schild. So, ich glaube, das haben wir schon alles fotografiert. Wächterschild. Alles andere ist Bullshit. Ja, jetzt habe ich wenigstens auch erstmal wieder ein paar Waffen. Das war mir ganz wichtig. Weil sonst wäre mich langsam scheiße gewesen. Weil ich natürlich alle Waffen zerheizt habe hier. So, und schon kriegen wir wieder ein Zeichen der Bewährung. Ja, denn fehlt uns, glaube ich, weiß ich jetzt auch gar nicht, glaube nur noch ein Zeichen und dann könnten wir uns auch schon das Master-Schwert holen. Master-Schwert, Master-Schwert. Ja, ein Zeichen fehlt uns auch. Okay. Sehr gut. Das ist sehr gut. So, ich habe halt hier gerade Ausschau nach irgendwo noch ein, ob hier irgendwo noch ein Schrein ist. Aber irgendwie entdecke ich hier gerade keinen. Guck, da ist noch ein Grogsamen, so wie das aussieht. Wir brauchen unbedingt noch einen Schrein. Nein. Ah, den habe ich schon. Der fliegt da schon. Gucken wir mal ganz kurz, wo wir überhaupt eigentlich jetzt sind. Ja, wir haben ja hier noch nicht mal die Gegend. Wir könnten uns erstmal eigentlich den Turm holen. Oder den oberen Turm. Ich glaube, das werden wir auch machen. Die Nacht des Blutmonds. So, ich bin jetzt erstmal auf dem Weg. Boah, hier. Ich mache ihn jetzt aber nicht, weil ich habe jetzt echt keinen Bock auf den verkackten Steinfuzzi. Was wir jetzt machen ist, entweder wir holen uns jetzt noch den Turm
Und ich glaube, das machen wir auch. Weil ich brauche diese Gegend auch. Hier ist irgendwo das Masterschwert oder hier, ich weiß es nicht genau. Und dann liegt das ja eigentlich auf dem Weg. Dann könnten wir das ja eigentlich gleich miteinander verbinden. Denn würde ich sagen, ist nämlich die nächste Aufgabe für diesen bzw. für den nächsten Part. Und das ist das Masterschwert. Masterschwert, Masterschwert. Abgang. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Stück. Oh ja. Schieß mir im Rücken, Junge. Warum ich jetzt hier jeden aus dem Weg gehe, weil ich keinen Bock habe hier auf großartig kämpfen. Ich will hinten den Turm haben und ich will schnellstmöglich den letzten Schrein, oder nicht letzten Schrein, aber den letzten Schrein, den wir brauchen, um das Masterschwert zu holen. Den will ich noch haben. So, jetzt muss ich erstmal, ich glaube, die Schreinscheiße wieder anmachen. Damit ich das wieder hören tue. Oder war das schon an? Moment. Ja, es ist an. Also befindet sich auch keiner in der Nähe. Wollen wir noch schnell eine Waffe nehmen? So. Hack, hack, hack. Ich hab noch rechtzeitig das Mikrofon ausgemacht. Mein Lütter hat gerade genießt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt oder ob ich rechtzeitig das Mikrofon noch ausgemacht habe. Aber werdet ihr ja sehen. So, Schrein in der Nähe, Schrein in der Nähe, Schrein in der Nähe. Hat er gerade gepiept. So, ich glaube, jetzt brauchen wir wieder was Wintermäßiges. So. Ja, da ist doch irgendwas. Ah ne, ist der Feuerberg. Oder Todesberg, was weiß ich. Ein Trüffel. Naja, der Berg ist ebenfalls nicht mehr so weit weg. Den sollten wir auf jeden Fall in dem Part noch schaffen.
So, ich lass mal ganz kurz meinen Lütten spielen, hier hochklettern, also nicht wohnen, falls er mal runterfallen sollte oder so, ne? Also habt ein bisschen Nachsicht mit ihnen. Gut, mal gucken, ob er es gebacken kriegt. Ich muss mich noch nebenbei noch einen Kuchen backen, während ich Zelda spiele, ne? Alles klar, Leute. Zieht euch kurz das von meinen Lütten rein. Thank you.
So, da haben wir den Turm erledigt und mein Lütte hat auch schon einen Schrein entdeckt, sagt er. Zwei, sagt er. Oh. Nein, dann wollen wir mal gleich gucken, ob wir die finden. Aber dann machen wir jetzt erstmal für hier Schluss für den Part und hoffentlich sehen wir uns mit den nächsten weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet bzw. zuguckt. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Auch wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Alles klar, bis dann. Ciao.